Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von The Titan. Und The Titan schreibt auch eine E-Mail für uns, nämlich schreibt er: Unser Zoo befindet sich im Wandel. Altmodische, nicht mehr zeitgemäße Anlagen werden modernisiert, vergrößert und naturnah gestaltet. Das Wohl unserer Tiere steht bei uns an erster Stelle. Den ersten Schritt haben wir in unserem Masterplan vollendet. Den Umbau der Bärenanlagen empfanden wir als notwendig, da unsere alten Anlagen sehr in die Jahre gekommen sind. Wie ein Zoo der Zukunft aussehen könnte, zeigt unsere Primateninsel, die zu den modernsten Affenanlagen der Welt gehört. Bitte geben Sie uns Ihr Feedback, was wir in Ihrer Meinung nach als nächstes in Angriff nehmen sollten. Durch gemeinsamen Austausch können wir unseren Tieren ein noch besseres Leben in unserem Zoo garantieren. Vielen Dank für Ihren Beitrag im Projekt Zoo der Zukunft. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Ja, mal sehen, was uns erwartet. Der Speicherstand heißt übrigens Zoraya. Also ich denke mal, das ist der Name von dem Zoo. Und genau diesen schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, wir befinden uns im Zoo der Zukunft. Und ich bin super gespannt, was wir hier so zu Gesicht bekommen. Ich habe auf jeden Fall schon mal nur so um die 20 FPS. Also nicht die beste Leistung. Das heißt, der Zoo scheint wahrscheinlich relativ groß zu sein. Müssen wir da mal schauen. Aber es geht gerade noch so mit dem Besichtigen. Ich hoffe, das ist zum Zuschauen auch noch einigermaßen in Ordnung. Aber ich denke mal schon. Also es sollte eigentlich einigermaßen gehen mit 20 FPS. Sind durch Mitarbeitereinlagen direkt. Ja, scheint so. Du hast hier auf jeden Fall erstmal so einen schönen Platz gemacht, wo man sich hinsetzen kann. Ein paar Mülleimer. Ein Springbrunnen. Und was mir ein bisschen fehlt hier, muss ich sagen, ist Musik und so ein bisschen plätscherndes Wasser. Du hast hier leider nur so einen stillen Springbrunnen gemacht. Das ist dann gar kein Springbrunnen, ne? Das ist einfach nur ein Brunnen. Springbrunnen ist ja immer mit fließendem Wasser oder spritzendem Wasser. Sieht aber trotzdem sehr schön aus. Aber so eine kleine Düse oder so, wo ein bisschen Wasser spritzt, wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Da laufen gerade noch Gäste. Ab nach Hause mit euch. Der Zoo ist geschlossen. Okay, egal. Wir gehen direkt mal los, weil ich glaube, der Zoo ist etwas größer. Oh, sie ist auch hier. Eieiei. Das gibt Ärger. Raubtierhaus. Oh, es geht direkt gut los. Scheint es hier sehr gerne mit diesen Backsteinwänden gebaut zu haben. Das hier sieht natürlich ein bisschen, muss man sagen, massiv aus, ne? Hier ist keine Dekoration, das ist einfach nur eine massive Backsteinwand. Ist natürlich nicht so schön am Zooeingang. Aber immerhin können die Leute ihr Geld abheben ohne Ende. Ja, das scheint wirklich ein großer Zoo zu sein, wenn du schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Geldautomaten hast. Das ist schon krass. Okay, wir gehen mal ins Raubtierhaus. Ich möchte gar nicht so viel Zeit verschwenden. Mal schauen, was uns hier erwartet. Das ist ja der Zoo der Zukunft. Da bin ich mal gespannt, was ihn so zukünftig macht. Was haben wir denn hier für Tiere? Sind leider gerade nicht da. Und das hier auf jeden Fall mehrere Gehege gemacht. Hier sind Löwen drin. Cool. Ich bin ja momentan am Überlegen, ob ich nochmal irgendwie nochmal so ein Spezial mache, wo ich dann erstmal Zoos mit dem neuen DLC oder so rannehme, weil mich das mega interessiert, was ihr da so schönes zaubert. Und wir befinden uns immer noch am 1.3. übrigens. Also ich komme da überhaupt nicht hinterher. Ich habe so viele Zoos eingeschickt. Hier haben wir einen Tiger. Cool. Ich weiß gar nicht, habe ich noch Mods installiert? Ich glaube nicht. Hoffe nicht. Nicht, dass wir hier gleich wieder irgendwelche anderen Tiere haben. Nee, eigentlich nicht. Das passt eigentlich. Was war denn jetzt hier für ein Tier drin? Ich habe keine Ahnung. Wir können ja mal gucken. Ach, hier sind auch noch Tiger drin. Okay. Welche sind das jetzt? Sind das Königstiger? Nee, sibirische Tiger. Ich tue mich da immer noch schwer. Weil ich das Gefühl habe, dass der sibirische Tiger ein bisschen größer wirkt. Weiß es aber nicht ganz genau, muss ich sagen. Aber ist der nicht eher so schneelandschaftsmäßig? Weil das ist hier schon sehr grün. Ich bin ja mal gespannt. Aber ich muss echt sagen, dass ich jetzt momentan so dieses Zoo der Zukunft hier noch nicht so ganz heraussehen kann. Das sind halt eigentlich so normale Standard-Zoo-Gehege bis jetzt für mich. Fehlt mir auch noch ein bisschen was, muss ich sagen. Sieht ein bisschen leer noch aus. Also so ein bisschen mehr begrünen hättest du es, glaube ich, schon können. Aber du hast wahrscheinlich einen sehr großen Zoo gebaut. Oh, das ist cool, dass man diese gut beobachten kann. Ja, die Gehege sehen alle irgendwie... Also sind jetzt nicht hässlich oder so. Auf keinen Fall. Das ist auch ganz cool, dass du es hier vorne so geregelt hast. Aber hier fehlt irgendwie noch ein bisschen Deko. Also ich glaube, die kannst du noch ein bisschen mehr ausschmücken. Gerade auch hier so an den Baumstämmen und so. Noch ein bisschen leer aus. Wir gucken mal alle drei Gehege schnell durch. Hier haben wir dann nämlich die Königstiger.
Weiß nicht, ob die kleiner sind. Keine Ahnung. Oh, die drei Gehege sehen relativ ähnlich alle aus. Auch vom Stil her. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja das Raubkatzenhaus hier. So, dann geht's hier hinten weiter. Ich werde mich übrigens 100% verlaufen. Oh, hier haben wir Elefanten. Oh, wie cool. Okay, das ist eine witzige Idee, dass du das hier so mit Baumstämmen abgegrenzt hast. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch. In echt wird das einen Elefanten, glaube ich, nicht aufhalten. Aber cool, dass das funktioniert. Ist eine schöne Idee. Ja, warte. Hast du den Zug gar nicht geschlossen? Weil wir haben so schlechte FPS. Viel Gäste. Oh, wir haben noch 1000 Gäste. Oh mein Gott. Ich kann den Zug noch schließen. Dann können wir mehr FPS rausholen. Okay, machen wir mal ganz kurz. So, die letzten Gäste sollten jetzt verschwinden. Und dann wird das hoffentlich gleich ein bisschen auf die FPS sich auswirken. Oh, wie süß. Das sind dann, glaube ich, indische Elefanten, oder? Ja, das sind indische Elefanten. Oh, das Baby ist ja niedlich. Also mit dem Baumstamm finde ich eine coole Idee. Vielleicht hättest du das hier auch noch mit so Holzbrettern verbinden können. Das wäre mal eine coole Idee für so einen Zaun. Wobei, das Problem ist auch mal so ein bisschen, dass die Baumstämme alle gleich aussehen. Ne? Ist halt ein bisschen unrealistisch. Vielleicht so mit verschiedenen Baumstämmen oder so. Wäre, glaube ich, mal eine coole Zaunidee. Ja, die Mauer hier sieht natürlich auch wieder nicht so schön aus. Ist halt immer ein bisschen doof, wenn man hier einfach nur so eine langweilige Mauer hat. Man muss sie halt immer noch so ein bisschen ausschmücken mit irgendwelchen Balken oder sonst was. Bin ich zumindest großer Fan von. Oder vielleicht auch zumindest dieses Dach überstehen lassen. Das finde ich auch mal ganz cool. Also sieht es halt immer so ein bisschen, ja, Rohbau-Kastenbaumäßig aus, ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich bin mal gespannt, was uns hier so erwartet. Ob ich gleich noch so geflasht werde von der Moderne, weil das ist ja zu der Zukunft geschrieben. Und ich hätte jetzt hier eigentlich... Oh, hier sind wieder so Bäume benutzt. Cool. Ich hätte jetzt hier eigentlich richtig viele moderne Bauten so erwartet, in diesem modernen Baustil. Aber so Backstein finde ich jetzt nicht so krass modern. Ist auf jeden Fall wieder Baumstämme. Ist eine coole Idee, aber ich finde halt wirklich, dadurch, dass das, dass jeder Baumstamm gleich aussieht, auch von der gleichen Drehung und so her, vielleicht ein bisschen Boden versenken können, ein bisschen schief mal, ein bisschen drehen und so, dann wäre das ein bisschen natürlicher gewesen. Das wäre, glaube ich, cooler gewesen. Aber so sieht das halt schon sehr, sehr künstlich aus. Ne? Dass halt jeder Baum in der gleichen Drehung einfach nur kopiert. Aber die Idee ist sehr cool. Die finde ich cool. Jetzt dann auch wieder rein. Guck mal, hier hättest du auch zum Beispiel den Eingang ein bisschen ausschmücken können. Du hast halt immer nur so viereckige Rohbau-Backsteinhäuser leider. Die sind auf jeden Fall Bären drin. Na gut. Aber das Gehege an sich ist schön gestaltet. Das gefällt mir. Schön bepflanzt, schöne Höhenunterschiede. Bisschen Schnee. Das sieht super aus. So. Ach, hier ist auch noch ein großer Platz. Ich glaube, ich bin voll den falschen Weg gegangen. Hier können sich die Leute auch nochmal hinstellen, ein bisschen essen. Oh, hier kann man nochmal die Elefanten sehen. Das ist cool. Oh, das ist super schön, das Bild gerade. Bis auf das Backsteinhaus. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber es ist schön, wie die Elefanten hier langlaufen. Und hier schwimmen können. Sehr cool. Hier ist auch Underwater Viewing, oder was? Nee. Ach nee, das ist gar nicht. Das sah gerade ein bisschen so aus. Okay, hier ist es natürlich auch ein bisschen unschön gelöst, dass es so eckig ist. Aber gut, halb so wild. Das ist echt viel von diesen Backsteinhäusern gemacht, ne? Backsteinhäuser mit, ist das Backstein? Ja, ich glaube schon. Oder Ziegelstein? Ich weiß es nicht. Mit diesen Glasdächern. Also Glasdächer sind ja schon mal sehr cool. Das ist ja schon mal so zukunftsmäßig. Aber ich finde diesen Backstein halt wirklich nicht so. Also das gibt mir nicht so dieses Zukunftsfeeling. Kann auch ein persönliches Empfinden sein. Elefantentempel. Oh, okay. Hier gibt es nämlich African Elephants. Auch sehr cool. Auch wieder mit einer natürlichen Wasserbarriere. Sehr schön. Gehege sieht leider auch ein bisschen kahl aus. Wenig Bäume, keine Höhenunterschiede, sehr flach. Es halt, sieht halt nicht so natürlich aus. Sieht halt wirklich einfach aus wie so ein, ja, künstlich angelegtes Zoogehege. Und in einem Zoo der Zukunft hätte ich jetzt eigentlich so richtig natürlich wirkende Gehege erwartet. Oha, Elefantentempel sind wir jetzt drin. Gibt es, glaube ich, auch viel zu sehen. Oh, das ist ja schön. Das hast du schön gemacht hier mit diesen ganzen Blumen, dass man hier so durchgucken kann. Können wir den Arsch von den Elefanten angucken. Nice. Okay. Cool. Was haben wir hier? Im Elefantentempel sind ja auch Schildkröten. Okay. Die FPS sind jetzt übrigens um einiges besser. Das hat noch ordentlich was gebracht. Kann ich euch nur ins Herz legen. Also so Glasdächer sind schon cool, aber irgendwie... Ja, diese Gebäude, die wirken irgendwie noch so ein bisschen unfertig, muss ich sagen. Du hast halt immer riesige Wände, die einfach nur gerade sind. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also Glasdach ist schon mal eine coole Sache. Aber ich glaube, ich würde auch von diesen Backsteinen weg, wenn man so
den Zoo der Zukunft baut, so hast du es ja genannt. Weil Backsteine sind halt echt nicht so zukunftsmäßig. Eher so oldschool. So. Gehen wir mal zurück. Ich habe mich jetzt schon verlaufen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde das cool, dass du das Elefantengehege auch so groß gemacht hast. Mega nice. Habe ich mich verlaufen? Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal random irgendwo weiter. Ich hoffe mal, ich kriege das irgendwie hin. Hier gibt es auch wieder was zu essen und so. Hier sind auch wieder riesige Backsteinhäuser. Bist du hier? Ehemalige, nicht zeitgemäße Bärenanlage, Braunbär. Ach, hier war das. Hier waren die Braunbären drin, oder was? Das finde ich aber cool, dass du das noch so gelassen hast. Ich muss aber sagen, dass ich das irgendwie cool finde, die Idee für ein Gehege. Ich meine, der Zaun ist natürlich für Braunbären viel zu klein. Ist auch viel zu, das Gehege ist natürlich auch viel zu klein. Aber ich finde die Idee cool, mit diesen Stufen so ein Gehege zu bauen. In dieser Backsteinfarbe ist es vielleicht nicht das Coolste so, aber wenn man das mit einem anderen Material macht, dieses Stufenmäßige finde ich ganz cool, muss ich sagen. Irgendwie cool aus. Hier haben wir Toiletten. Ehemalige Bärenanlage, Eisbär. Eisbär ohne Schnee. Okay. Scheint hier aber alles so ein bisschen Copy-Paste zu sein, kann das sein? Das sieht irgendwie alles ziemlich gleich aus. Na, ich glaube, die Stufen sind immer ein bisschen unterschiedlich. Schwarzbär. Okay, finde ich aber cool, dass du das noch so drin gelassen hast. Die Idee ist nice. Aber du scheinst sehr auf diese Backsteine abzufahren. Wie ist jedes Gebäude in diesem Material? Schade, schade. Ich hätte mir da ein bisschen Abwechslung gewünscht. Das wäre cool gewesen. Bärenburg. Guck mal, jetzt haben die Bären auf jeden Fall ein schöneres Gehege. Definitiv. Ich glaube, hier ist schon mir das Ganze auch ein bisschen zu grün. So ein paar braune Stellen oder so mit Erde hättest du, glaube ich, hier noch reinmachen können. Wäre ganz cool. Oder den ein oder anderen Felsen oder so. Oh, da kommen sie, die Bären. Müssten taiwanische Schwarzbären sein. Ja. Cool. Sehr schön. Tolle Bären. Die sind, glaube ich, auch relativ klein. Und dann hier auch nochmal rein. Es sieht halt alles sehr gleich aus, dadurch, dass du überall diesen Backstein verwendet hast. Das ist ein bisschen schade. Ich mag den Backstein auch nicht so gerne. Den kann man meiner Meinung nach auch nur so in bestimmten Gebäuden ganz gut verwenden. Aber das ist Geschmackssache. Was haben wir denn hier? Ist das auch noch Elefanten? Ich glaube, die Elefanten können hier auf dieser Seite auch nochmal raus. Sehr cool. Hier hätte ich übrigens auch mit Klippen, glaube ich, noch ein bisschen gearbeitet. Das sieht hier ja sehr eckig und kantig aus. Und mit Klippen sieht es halt ein bisschen schöner, denke ich, aus. Und das ist auch ein riesiges Glashaus da hinten. Gott, ich laufe hier so kreuz und quer lang. Das ist auch die ganzen Mitarbeiter gut eingebaut. Das ist schön. Hier haben wir Bison und... Ich darf nicht durcheinander kommen. Springbock, Gabelbock. Eins von beiden. Gabelbock, sage ich. Ist das der nordamerikanische? Yes. Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal richtig, Leute. Ich habe den Gabelbock erkannt. Das ist nämlich der einzige, der aus Nordamerika kommt, aus Planet Zoo. Bisschen viele für den kleinen Platz, oder? Von der Tieranzahl, so auf den ersten Blick. Und hier fehlt noch Wasser drin. Ich glaube, das hast du vergessen. Nämlich auch so ein Wassergraben. Das sieht... Oh, das sieht eher aus wie Massentierhaltung hier. Der Zoo der Zukunft. Hier gibt es das neue Bison-Steak. Ja, es sind ein bisschen viele für das Gehege. Und es ist auch wieder relativ gleich, sieht es halt aus. Es sieht irgendwie alles so ein bisschen gleich aus. Ein bisschen schade. Sehr, sehr schade. Ja, vielleicht kommen wir gleich noch in einen anderen Bereich, der ein bisschen anders aussieht. Was haben wir denn hier? Oh, Flusspferde. Okay. Das finde ich auch cool, dass man die einfärben kann. Und sowas denke ich immer nie. Deswegen überrascht mich das immer, wenn ihr daran denkt. Was haben wir denn hier? Nehmen wir Mini-Hippos. Die kleinen. Und hier auch nochmal chillen. Aber es ist halt auch wieder ein Backsteinhaus, ne? Mit Glasdach. Das ist, sieht halt alles wirklich noch sehr rohbaumäßig aus, muss ich sagen. Es sind halt einfach diese Standard-Glasteile aneinandergereiht, so im Prinzip. Ja, hättest du dich, glaube ich, ruhig noch ein bisschen mehr austoben können. Aber da ist wahrscheinlich auch sehr viel verloren gegangen, weil du, glaube ich, einen sehr großen Zoo gebaut hast. Ich kann euch halt immer empfehlen, baut ein bisschen kleiner und tobt euch dann ein bisschen mehr kreativ aus. Ja, tolle Tiere. Also es sieht halt wirklich alles so ein bisschen gleich aus. Dadurch, dass du immer die gleichen Materialien verwendet hast. So, hier ist es auch sehr schön ausgeschmückt. Sehr dschungelig gemacht. Das sieht aber schon mal ganz cool aus hier, die Landschaft, muss ich sagen. Könnte man einen coolen Dschungel draus machen. Nicht schlecht. So, hier ist Underwater Viewing sogar noch.
leider schwimmt hier gerade kein Tier. Underwater Viewing kann ich euch auch immer empfehlen. Einfach ein bisschen unter Wasser das Ganze noch gestalten mit Felsen und irgendwelchen Pflanzen, die zumindest so ein bisschen so aussehen, als wenn sie Seetang wären oder sowas. Oder was auch immer unter Wasser wächst, ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Aber ich glaube, dadurch kann ich mich auch sogar noch mehr verlaufen, dadurch, dass hier alles gleich aussieht, aus Backstein. Haben wir Krokodile. Die kann man sehr gut beobachten beim Schwimmen. Hier natürlich auch wieder die Ränder. Ein bisschen mit Felsen abstecken, wäre cool. Vielleicht auch nicht so eckig arbeiten. Vielleicht ein bisschen abrunden oder so. Weil eckig ist jetzt auch nicht so zukunftsmäßig, ne? Weil so, wenn ich so an Zukunftsgebäude denke, denke ich auch immer an so geschwungene, runde Dächer und sowas. Dieses ergonomisch richtig geformte, das ist ja so standardmäßig Zukunft, oder? Ich weiß es nicht. Aber so abgerundet ist auf jeden Fall für Zukunftssachen immer eher der Fall als so eckig. Ja, Krokodile sind auch cool. Ich finde schade, dass es nur zwei verschiedene Arten gibt. Nämlich den Ganges Gavial und das Leistenkrokodil. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Alligator, oder? Ich kenne den Unterschied ehrlich gesagt nicht zwischen Krokodil und Alligator. Alles Schnappis. Okay, weiter geht's. Haben wir das hier gesehen? Ich habe echt Angst, Sachen zu übersehen. Falls ja, dann tut es mir sehr leid. Du hast auch gar nicht reingeschrieben in die E-Mail, ob ich den Zoo hochladen darf. So gerne nachträglich in die Kommentare schreiben. Nochmal ein paar Bänke. Haben wir hier. Oh, Tapire. Auch sehr cool. Ja, du hast ja leider auch immer die gleichen Mauern so gemacht. Gerade bei solchen Sachen finde ich es immer cool, wenn da so ein bisschen selbstgebaute, unterschiedliche Sachen sind. Weil es ist immer sehr aufwendig, sowas selbst zu bauen. Wobei, vorhin hattest du ja schon das mit den Baumstämmen. Also, das hast du jetzt nur teils, aber jetzt gerade in der letzten Zeit hast du oft diese Kombination gewählt zwischen Glas und Backsteinstützen. Oh, das sieht ganz cool aus. Ist halt auch ein sehr ebenerdiges Gehege. Aber ich glaube, das waren bis jetzt auch alle. Also ich habe jetzt noch kein Gehege gesehen, wo richtig krasse Unterschiede drin waren von den Höhlen. Tapire sind auch coole Tiere. Da hinten ist auch eine Brücke. Gehen wir da mal rüber. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu beeilen, Leute. Weil ihr seht schon, hier gibt es so viele Wege und ich werde mich 100% verlaufen und es gibt so viel zu entdecken. So, hier kann man jetzt rechts nochmal die Tapire sehen. Hier. Das ist natürlich auch nicht so elegant, ne? Hier so geschwungen und dann da hinten eckig. Sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Und hier haben wir Mandrills. Okay. Haben wir auch schon ein paar Klettermöglichkeiten. Auch wieder ein sehr flaches Gehege. Wieder ein bisschen diese Kanten bei dem Übergang zum Wasser drin. Ja, ist ganz okay, ne? Was haben wir hier? Oh, das ist eine coole Idee. Könnt ihr direkt neben der Brücke, glaube ich, langlaufen. Hier sind auch irgendwelche Äffchen. Kann ich leider noch nicht sehen. Kommen wir hoffentlich gleich noch vorbei. Hier haben wir auch noch Bonobos. Anscheinend. Und wieder riesige Backsteinhäuser mit Glasdächern. Das sieht halt auch alles wieder nicht so zukunftsmäßig aus, ne? Sieht so ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Diese riesigen Mauern. Wie schlafen die denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja niedlich. Mandrills. Die haben ja auf jeden Fall auch ziemlich große Gehege, so wie es aussieht. Ich habe auch noch keinen Wasserfall, glaube ich, gesehen. Nee, stimmt, du hast noch keinen Wasserfall gebaut. Schade, ich liebe Wasserfälle. Das wäre auch mal schön hier gewesen, noch ein kleiner Wasserfall drin. Schade, schade. Das sieht halt alles so ein bisschen echt gleich aus. Hier hast du auch mal ein bisschen mit Felsen gearbeitet, das finde ich ganz gut. Hast du auch mal so eine natürliche Barriere gemacht. Hier geht einmal die Straße hoch. So, ja, hier sind viele Äffchen zu sehen. Weiter geht's. Ja, du hast halt ein bisschen eher so auf Masse gesetzt. Das ist immer... Ich glaube, man sollte wirklich eher auf wenig Tiere setzen, wenig Gehege. Und dafür sich mehr austoben. Aber so kann ich das, so muss ich mich halt immer ein bisschen beeilen, weil es sonst viel zu lange dauert. Und es gibt halt auch nicht so viel zu entdecken, ne? Weil halt viele Sachen gleich aussehen. Oha. Ach, hier ist auch noch ein Gehege, okay. Ah, mit dem Bongos. War doch richtig, oder? Ich hoffe. Ah, das war der Baum. Der Tamira-Rindenbaum.
Ich krieg die nicht angeklickt. Doch, jetzt. Bongo. Okay. Ich glaube, nach deinem Zug kann ich keine Backsteine mehr sehen. Hier ist auch so ein kleines Pflegehaus. Guck mal, hier hast du sogar mal angefangen. Oder? Ich, doch, hier hast du mal angefangen, glaube ich, so ein paar Säulen reinzumachen. Wobei, ist das von der Barriere? Ah, nee, das ist von der Barriere, glaube ich, ne? Aber allein schon solche kleinen Akzente, das hilft schon sehr bei Häusern. Wenn du so ein paar Säulen und so reinbaust, dann ist das nicht mehr einfach so eine glatte Wand. Fenster sind natürlich auch immer gut, das hast du ja auch gemacht. Aber ansonsten sehen die halt sehr eckig und kastenförmig aus, wenn du mal da hinten guckst, die Gebäude. Hm. Haben wir hier? Gehege zurzeit nicht besetzt. Okay, dann lebe ich jetzt hier. So. Ich glaube, hier hättest du sogar, also hier hast du auch mal wieder eine andere Form gemacht, aber hier hättest du, glaube ich, sogar das Glas weglassen können. Vielleicht das hier noch ein bisschen mehr ausbauen können, weil das finde ich ganz cool, die Idee, mit diesen Holzstämmen. Dann kann man dann die Giraffen sehen, die Zebras. Ich habe übrigens keine Mods mehr installiert, sonst wären die Zebras jetzt Pferde. Strauße. Hier hast du wieder eine natürliche Barriere. Das ist gut. Also Felswände mag ich immer 100-mal lieber als einfach solche Mauern. Das ist schön. Hier hast du mal ein bisschen mit Felsen gearbeitet. Aber ein Wasserfall fehlt hier. Wasserfall wäre super. Und ist auch alles wieder sehr grün. Vielleicht hättest du hier auch mal so ein bisschen mehr savannenmäßig das gestalten können mit Sand oder so. Oder Erde. Ich weiß ja nicht, wie das genau da ist. Mir fehlt, glaube ich, auch das Wasser. Na gut. Und hier ist zu Ende. Oh, hier hast du dir echt... Oh, cool. Hier hast du mal eine andere Barriere gebaut. Das finde ich cool. Finde ich sehr gut. Das ist ganz schön mal. So ein bisschen hast dich hier ausgetobt. So, wir gucken mal von oben, Leute. Ich habe mich nämlich 10-mal verlaufen, glaube ich. Puh, okay. Ihr seht schon, ne? Also jedes Haus sieht hier gleich aus. Ich glaube, diesen Teil des Zoos habe ich noch gar nicht gesehen. Hier sind nämlich auch ein paar Gehege bei, die ziemlich cool aussehen. Aber es sieht halt alles auch sehr künstlich aus, auch hier, ne? Ich meine, das ist jetzt nur der Parkrand, deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Aber wenn man hier im Hintergrund so einen Berg baut oder so noch, mit ein paar Felsen, das wäre natürlich auch nochmal cool. Wie bin ich doof gelaufen? Ne, hä? Wo war ich denn jetzt noch nicht? Hier war ich noch nicht, ne? Hier will ich nochmal langlaufen. Sieht nämlich ganz cool aus. Mitarbeiter? Hallo? Are you there? Da. Ticket. Ja. Perfekt. Ich hoffe, ich finde jetzt den Weg zurück. Hörö, höre ich nur. Also wenn ich hier irgendwas übersehe, dann seid mir bitte nicht böse. Ich habe gerade sogar... Oh, hier ist ein Panda-Gehege. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe gerade sogar von oben gar nicht genau erkannt, was ich schon gesehen habe und was nicht. Weil halt wirklich alles im gleichen Material ist. Das ist cool, dass du hier mal so eine schöne Mauer und so gemacht hast. Da sehen wir auch einen Panda. Ich glaube, das ist ein schönes Gehege hier. Hier ist auch wieder diese Bäume gemacht. Das finde ich eigentlich ganz cool mit den Bäumen. Aber wie gesagt, ich würde die halt immer ein bisschen rotieren, mal ein bisschen im Boden versenken, mal ein bisschen schief und schräg machen. Dann ist das eine sehr coole Idee, mit so Baumstämmen sowas zu machen. Die Brücke hätte man natürlich auch noch ein bisschen auskleiden können. Ist halt auch leider die Standardbrücke. Aber die Idee ist ganz cool. Ja, das Gehege sieht doch schon mal um einiges besser aus. Schön befelst, schön bepflanzt. Schöne Klettermöglichkeiten. Ist aber auch leider sehr flach. Von der Höhe so her. Und dann auch nochmal gucken. Oh, ein Eisbär haben wir hier. Oh, da ist aber wenig Schnee drin für einen Eisbär. Bisschen mehr Schnee hättest du, glaube ich, hier machen können mit den Klimaanlagen. Schade, schade. Ich glaube, da fühlt sich der Eisbär nicht so wohl, wenn er nicht von Eisscholle zu Eisscholle schwimmen kann und ja, halt nicht so viel Schnee im Gehege hat und es ziemlich warm ist. Auch nochmal eine schöne Höhle gebaut aus Felsen. Sowas ist immer cool. Hier ist ein Geschenk. Ein kaputtes. So. Nehmen wir nochmal einen Bären. Einen anderen Bären. Wenn man, Eisbär ist ja auch ein Bär. Okay. Da wir sind jetzt hinter diesen... Genau, hier kann man nochmal auf den Eisbären gucken. Hier sieht man dann nochmal einen anderen Bären. Was ist das? Isabelbär? Nee, was sind das für ein Bär? Grizzly? Ein Grizzly, okay. Ein Grizzly.
Aber diese Backsteinhäuser, nee. Sorry, aber da kann ich mich irgendwie echt nicht anfreunden. Wenn ich die so im Hintergrund sehe, da gefällt mir das ohne Backstein schon viel besser hier mit dieser ganzen Natur. Wobei du hier auch viel kopiert hast und so. Also es sieht nicht schlecht aus, aber ich glaube, so ein bisschen mehr mixen und mischen kannst du das hier schon. Hier ist es noch natürlicher aus. Und vielleicht auch noch so ein paar mehr Felsen so mit rein kombinieren. Hier hast du das schon ganz gut gemacht hier hinten. So. Ja, du hast halt super viele Tiere und Gehege. Da bleibt natürlich die feine Gestaltung auf der Strecke. Das Gehege ist doch auch schön. Bis auf die Barriere hier vorne, die gefällt mir nicht so. Aber ansonsten ist das cool. Die Mauern im Hintergrund. Vielleicht hättest du auch noch hier mal so eine zweite Etage machen können, wo der dann hochklettern kann. Hier ist das so ein bisschen gemacht. Aber ich glaube, ich hätte das so echt so ein bisschen mit Höhenunterschieden mehr gearbeitet. Du hast hier schon ganz gut das gemacht, dass das alles uneben ist. Das gefällt mir gut. Aber es ist halt auch vom Prinzip her relativ flach wieder, das Gehege. Aber das sieht schon mal sehr gut aus, das Gehege. Haben wir hier ein chinesisches Schuppentierchen. Oh, da rennt es. Sehr süß. Oh, ist auch so ein bisschen dekoriert mit Bäumchen. Sehr schön. Gott, es gibt ja... Das ist ja fast jedes Tier hier drin gefühlt. Hier sind jetzt Japan-Makak. Kleines süßes Gehege. Das ist auch nicht schlecht, das Gehege, muss ich sagen. Bis auf den Backstein. So, hier haben wir Rentiere. Ja, das ist natürlich jetzt wieder so standardmäßig, was wir schon jetzt mehrfach gesehen haben. Flaches Gehege mit diesen Wassergräben, die leider auch nicht mit Klippen oder so ausgeschmückt wurden und halt diese Barrieren. Und ich glaube auch jetzt wieder ein bisschen mehr mit Schnee und Eis arbeiten müssen bei Rentieren. Das sind ja auch so Arktiktiere. So, hier hinten geht es nochmal lang. Gott, ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier kommen die ganzen Polartiere. Hier ist nämlich der Polarwolf. Die haben sogar mal wieder ein bisschen mehr Schnee, das ist gut. Wo sind sie denn? Polarwölfe sind übrigens wunderschöne Tiere. Ja. Sind so hübsch. Ja, die sind wirklich mega hübsch. Sehr cool. Okay. Wo geht's jetzt lang? Ausschildern wäre auch nicht schlecht gewesen, natürlich. Damit ich mich nicht verlaufe. Weil ein Wegenetz ist natürlich auch ein bisschen kompliziert. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Katzengehege. Nehmen wir nochmal normale Wölfe. Oh, das sieht doch auch ganz schön hier aus. Schöne Höhle. Cool. Vielleicht an den Baumstämmen noch den einen oder anderen Busch. Das ist schon mal ganz gut. Ich mag auf jeden Fall die Gehege mit den Felswänden um einiges lieber als die mit den Backsteinwänden. Definitiv. Wenn man hier so im Hintergrund guckt, diese Backsteinwand ist halt nicht so schön. Aber so zu der Zukunft habe ich jetzt hier, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht so mega erkannt. Also leider nicht. Ich habe was anderes erwartet. Also wirklich. Ich habe wirklich so geschwungene Gebäude erwartet. So richtig abgespacede Form, so richtig zukunftsmäßig. Naja, aber es war trotzdem ein schöner Zoo. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Wir schauen nochmal von oben. So, das ist jetzt der gesamte Zoo. Haben wir alles gesehen? Ich glaube schon. Ich hoffe. Falls nicht, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Und schreib mal in die Kommentare, ob ich den hochladen darf für die Leute. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und Leute, jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Zoo von The Titan war's, ne? Von The Titan fandet. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr auch einen Zoo habt, könnt ihr den gerne einsenden. Und in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Euer Dandy.